Es gibt Puppen, die können das Fläschchen leer trinken, Bäuerchen machen oder auch die Windel voll machen. Die hier, die kann viel mehr. Kein Wunder, sie kostet auch über 100.000 Euro und mit ihr wird nicht gespielt. Das Herzzentrum an der Bonner Uniklinik hat sie im Einsatz, damit Studenten sich auf Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere lebensgefährliche Situationen vorbereiten können. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Das ist ein Patient, der sich jetzt gerade in der Notaufnahme vorgestellt hat. Sie haben keine Ahnung, was in der nächsten Stunde auf Sie zukommt. Daniela Baller und Nils Beerhausen sollen sich um Patient Toni kümmern. Hallo, Beerhausen mein Name. Was führt Sie denn her? Ja, das größte Problem ist einfach, dass die Luft weg ist, ne? Toni ist ein Patientensimulator. Er kann reden, atmen, er hat Puls und Blutdruck. Gesteuert wird er nebenan von Assistenzarzt Philipp Gudi. Wir können an dieser Puppe eigentlich alles steuern, von der Herzfrequenz über Herzgeräusche bis zur Sauerstoffsättigung. Und ich würde jetzt einfach mal beginnen, die Sauerstoffkonzentration im Blut so runterzufahren, dass die Studenten darauf reagieren müssen. Die Sauerstoffsättigung wird Ja, ist schlechter. jetzt. Ja. Also vermehrt Sauerstoff geben, den Sauerstoff Ja. hochfahren. Genau. Die beiden Studenten sind nicht komplett auf sich allein gestellt. Oberarzt Felix Jansen begleitet sie bei ihrem ersten Notfall. Verstehen Sie uns? Es steht schlecht um Toni. Okay. Gut, also der Patient ist nicht mehr ansprechbar. Wir haben sehr langsamen Herzschlag und auch niedrigen Blutdruck. Was würden wir jetzt als nächstes machen? Für solche Fragen bleibt kaum Zeit im Klinikalltag. Denn ohne die Puppe konnten zukünftige Ärzte Notfälle nur üben, wenn tatsächlich ein Notfallpatient in die Klinik kam. Eine gute Notfallausbildung war deshalb Glückssache. Also man hat sich dazugestellt und man hat dann entweder Glück gehabt, dass man ja mit jemandem zusammen war, entweder als Mentor oder als Stationsarzt, der halt viel gekonnt hat und einen viel mitgenommen hat. Oder man hat halt Pech gehabt und eben noch nicht so viel gesehen und stand in seinen ersten Notfallsituationen alleine. Und das ist schon blöd. Im Simulations-OP kommt Hektik auf. Sind Sie noch ansprechbar? Sind Sie noch da? Allgemeinzustand fast schlecht hat sich. Ja, Kammerflimmern ist jetzt auch sehr akut. Ja, wie werden Sie es jetzt therapieren? Haben wir noch einen Puls? Er ist ja kaum mehr ansprechbar. Wir wollten eigentlich noch gar nicht so extrem die Situation gestalten, aber die waren so gut, dass wir uns gedacht haben, da können wir noch ein bisschen mehr Probleme konstruieren. Daniela Baller muss den Patienten reanimieren. Wie kriegen wir jetzt wieder den Sinusrhythmus, den wir vorhin hatten? Nils Beerhausen bereitet den Defibrillator vor. Hände weg. Jetzt weg? Okay, alle weg vom Bett. Okay, jetzt erstmal noch weiter drücken, zwei Minuten. Können Sie einmal aufhören, dann gucken wir uns mal das EKG an. Das sieht schon nicht mehr nach einem Kammerflimmern aus. Das wäre jetzt ein Sinusrhythmus. Nach einer Stunde Training ist es heiß im Simulations-OP. Hat's Toni überlebt? Toni hat überlebt, ja. Es war schon eine lebensbedrohliche Situation, aber die beiden Kollegen haben das sehr gut erkannt und jetzt geht's ihm wieder gut. Fand ich auch mal persönlich was ganz anderes. Also es gibt ja außer den Ernstfall dann wirklich keine bessere Vorbereitung, als es mal praktisch so zu machen. Und Toni ist bereit für den nächsten Notfall.